So, wir sind jetzt in Slowenien angekommen und jetzt gönnt euch das mal. Also ich habe schon viel gesehen, aber das hier ist das Supermoto Paradise. Alles Wettbewerbsmaschinen, KTM EXC und Husqvarna FE. Und endlich, jetzt kommen wir mal zum Fahren. Der gute Swifty ist am Start. Gönnt euch das mal. Alter. Das hier wurde professionell abgeklebt mit Panzerband. Aus welchen Gründen auch immer. Was erhoffst du dir denn von diesem asozialen Rideout heute? Ja, einen absolut asozialen Rideout, würde ich sagen. Ist schon asozial? Komplett asozial. Also es wird ein asozialer Rideout? Absolut. Komplett. So, hier haben wir auch das nächste Heck, was demoliert ist. Ich glaube, die Jungs, die meinen das ernst. Die sind schon ein, zweimal Moped gefahren. Da ist nichts dran, keine Blinker, kein Kennzeichen, einfach gar nichts. Oh! Junge, was geht hier ab? Was ist das für ein Schulbus? Guck mal, der Radstand von dem Bus, wie kurz der ist. Und weg ist der Bus. Junge! Alter! Digga, die sind alle komplett bescheuert. Alles Psychopathen hier. Junge! Jetzt sind alle im Wheelie. Ja, Mann! Geiler Scheiß! Ich kenne viele Supermotofahrer, die im Stuntbereich unterwegs sind, aber du bist mit Abstand der Beste. Also wirklich, das meine ich todesernst. Vroom vroom, bitch. Halt doch dein Maul. Junge, wo zum Fick sind wir? Irgendwo zwischen Slowenien, Italien, Österreich, irgendwas. Gönnt euch das mal allein, wie die Wolken da an dem Berg entlang kratzen. Ist das heftig, ey. Junge. Wow! What the fuck war das? Alter, was war das? Das Vollgas gegeben und er bremst. Alter. Boah, wie Junge war das knapp. Krank, Alter. Das waren die Akkus. Maurice hat einfach seine ganzen GoPro-Akkus hier gerade verloren. Oh, Junge! Das war aber ganz schön knapp. Das war sehr knapp, ja, ja. Rollrennen? 2, 1, go! Das wird das epischste Rollrennen ever. So, wir sind gerade auf Platz Nummer 5. Mal sehen, wie weit wir noch nach vorne kommen. Ja! Lauf schneller! Ja! So, wir sind Platz Nummer 2. Wir haben alle abgehängt. Weiter geht's. Ja! Nein! Na ja?
Scheiße. Oh, fuck, 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 fuck. Alles gut? Ich hab's voll drauf. So, kleines Update. Bis auf den blauen Fleck habe ich dank meiner Schutzkleidung nichts abbekommen. Das Bike sieht ein bisschen lädiert aus, allerdings hier nur die Gummis an der linken Seite. Der Hebel hat ein paar Kratzer abbekommen. Das ist ärgerlich, weil wir den ja erst gerade gepulvert haben. Aber ansonsten zum Glück ist nichts hier an der Schwinge zu sehen. Die Felgen sind noch ganz an den Rasten gut, auch minimal Kratzer, allerdings nur unten drunter. Und das Wichtigste, hier der Gabelfuß ist auch noch intakt, also kein Kratzer, nichts. Also denkt dran, Kinder, tragt immer eure Schutzkleidung. Das ist wirklich wichtig.